Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Wizards World 2. Ich habe eine ganze Weile nicht aufgenommen. Ich muss mir überlegen, ich glaube jetzt sogar... Also ich habe auf jeden Fall schon 4 Tage das Spiel nicht angehabt. Oder knapp 4 Tage. Ich auch einfach nicht dazu gekommen bin. Ich habe heute früh ein ganz... Also was heißt heute früh? Es ist jetzt 8 Uhr. Also ich habe eben gerade schon ein klein bisschen was gemacht, damit wir jetzt in die Weekly Challenge können. Aber ich glaube, ich habe auch einfach eine Woche nie aufgenommen. Könnte hinkommen. Habe ich am Montagabend noch was gemacht? Ich glaube nicht. Ah, die Woche war auch einfach wild. Ich bin auch noch ein bisschen müde. Vielleicht brauche ich so ein klein bisschen zum Reinkommen. Schauen wir mal. Wir gehen auf jeden Fall mal rein in die Weekly Challenge. Und gucken mal, was uns erwartet. Du bist auf jeden Fall neu. Das ist mir beim Namen schon aufgefallen. Der Forgebot. Den haben wir noch nicht freigeschaltet. Also im regulären auf jeden Fall. Was macht er so? Der macht Energize. Grants all allies an additional attack for 3 turns. Okay. Und, achso, ja. Ist einfach immune to poison. Gut. Ich würde, glaube ich, heute mal... Oder in der Weekly Challenge mal versuchen, nichts mit Gems zu machen, weil ich auch einfach gerade nicht so viele habe. Außerdem verkaufen wir dich und dich. Und dann gucken wir mal, wir haben gar kein Undead, ne? Das heißt, wir können den Bone Shield theoretisch auch verkaufen. Kannst du irgendwas davon tragen? Nein, kannst du irgendwas tragen? Auch nicht. Du kannst aber wahrscheinlich eine Menge Stuff tragen. Crypt Ward und Molten Plate. Und dann haben wir noch den Bogen. Den kannst du tragen? Okay. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich den Bogen nicht doch auch verkaufe. Einfach um... Na, gucken wir mal, was wir an Waffen kriegen. Crypt Ward würde ich auf jeden Fall ganz gern behalten. 2-fach Time Mana von Graveyards ist halt insane. Molten Plate ist okay. Den Bogen verkaufe ich vielleicht. Die Molten Plate noch irgendwas Besonderes? Reduce Incoming Fire Damage. Boah. Ist jetzt nicht so super wichtig. Juli, wir gehen erstmal. Achso. War das schon clever, da jetzt reinzugehen? Na, kann man schon mal machen. Ja, was ich sagen wollte ist, ich würde, glaube ich, mal versuchen, alles ohne Gems zu machen. Das heißt, es wird einen Augenblick länger dauern. Einfach, weil ich mehr Gold farmen muss, um halt irgendwie Items of Time zu rollen. Aber prinzipiell, wenn wir noch ein weiteres von den Omni-Items verkaufen, haben wir 2 Ascension Tokens und können prinzipiell 2 Legendaries imbuen. Oh, apropos Legendaries. Ich muss hier gerade mal... So. Den Autocell gerade rausnehmen. Damit wir zumindest die Rares behalten erstmal. Warum hat denn der schon 150 Hitpoints? Hat er die eben schon gehabt zum Start vom Run? Oder... Ich habe voll nicht drauf geachtet. Das ist voll viel im Vergleich zum Rest. Also es hilft ihm jetzt auch nicht, aber... Das ist doch auf jeden Fall schon mal eine Sache. Nimmst du mal und den Natural Shortbow nimmt niemand. Schade. Ah, ich bin immer noch hier im Rumklicken in der Hoffnung, dass das schneller geht, aber es funktioniert hier in der Weekly Challenge nicht. Bedauerlich. Aber der hat echt so viele Hitpoints, okay. Das ist natürlich nice, was aber auch einfach mit am Equipment liegt, muss man ja fairerweise sagen. Okay, 3 Gems nehme ich. Ja, also auch ein Grund, warum ich was hier ohne Gems machen wollen würde, ist,
dass ich eben die Woche nicht viel gespielt habe. Also wirklich auch 4 Tage das Spiel gar nicht anhatte und jetzt auch irgendwie Montag, Dienstag kaum was gemacht habe. Das heißt, ich habe nicht viele Runs gemacht, ich habe so gut wie gar keine Gems gefarmt. Ihr habt es gerade gesehen, wir sind nur bei 1300. Und wenn ich jetzt hier komplett Gems ausgebe für das Equipment, um das zu rollen, dann sind wir da ruckzuck wieder 1000 Gems los und das ist mir im Moment ein bisschen zu krass. Wir kommen schon relativ weit. Dank ihmchen. Können wir gleich nochmal ein bisschen mehr Equipment besorgen. Das ist doch prinzipiell schon mal nice. Off-Greed ist nie verkehrt. So weit, so gut. Dann können wir theoretisch kurz ein paar Champions recruiten. Einfach um ein paar Stat-Boni mitzunehmen. Außerdem würde ich ganz gerne den Weapon und den Armor Shop schon mal bauen. Dann nehmen wir die beiden gerade noch mit. Also für den Fall, dass es nicht klar sein sollte, ich mache das halt nur, weil die halt bereits auf Level 1 einfach immer einen 10% Stat-Bonus geben für sämtliche Champions. Und von daher ist es immer mal ganz nett, hier und da noch irgendwie Champs mitzunehmen. Oder Heroes, ist ja völlig egal. So, hier ist belegt, das war zu erwarten. Hier ist wahrscheinlich halb belegt. Ja, da können wir doch easy mal den Battlewalker mitnehmen. Und weg. Dann können wir mal refreshen. Ah, shit, ich habe, glaube ich, nicht genug Time Force Rewards. Ah, dammit, ich habe heute schon 5 ausgegeben. Okay, nicht genug Time Force Rewards, um an die Gems zu kommen. Da fehlen mir 2, glaube ich, das war unclever. Aber okay. Sei es drum, zumindest den Stat-Bonus können wir mitnehmen. Das andere wäre ja auch eine Zeitersparnis gewesen. So, was fehlt denn grundlegend? 3 Helme, 3 Rüstungen, ein Schild und Waffen. Achso, die Hydra kann halt gar kein Schild tragen. Okay, dann fehlen auch gar keine Schilde. Also die kann später Adaptable-Kram tragen, aber... So, das solltest du doch schon mal ein bisschen besser gemacht haben. Das nimmst du mal mit. Die kannst du mal mitnehmen. Ja, wobei, ist das clever, dass du die bekommen hast? Weiß ich nicht. Du kannst wahrscheinlich auch schwerere Sachen tragen. So, das alles weg, ja. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir die Stiefel nochmal tauschen bei ihm. Achso, ja, Schild hatte ich gesagt, wollte ich nicht. Dann refreshen wir gerade mal. Nimm nochmal Leather Jackboots mit. Nimm nochmal eine Rogue's Hood mit. Die Sandalen mitnehmen, weiß ich nicht, wie sieht's hier aus? Ach, scheiß Bögen. Niemand braucht die. Das sieht... auf jeden Fall besser als das, was er trägt. Ah, die können alle nur Staffs tragen, ne? Okay, das macht sich schon mal bemerkbar. Kann irgendwer einen Skimitar tragen, außer dir? Nein. Sag. Sag mal. Was können die denn tragen? Du kannst angeblich einen Bogen tragen, okay, aber sonst können die nur Staffs. Ja, achso, ja, du hast auch einen Bogen. Aber gut, dann...
Und die Hydra wird nur Klauen tragen können. Was sehr bedauerlich ist. So, du kriegst das Ding, du kriegst das Teil. Du kriegst das. Du kriegst das. Du gehst darüber und dann sind wir doch erstmal gut to go, außer dass die Hydra noch gar nichts hat. Aber ich habe auch noch keinen Collar oder sonst irgendwas gesehen. Ah, das kann die tragen, okay. For a Coat of Greed kriegt die auf jeden Fall mal. Einfach für den Goldbonus. Der ist nie verkehrt. A Leather Collar nehmen wir auch mal mit, egal ob es keine Stats hat. 4 Defense sind 4 Defense und wenn wir jetzt noch eine Claw irgendwo herkriegen, bin ich happy. Jawohl, Beast's Claw gekauft. Und equippen. Und dann können wir eventuell sogar schon den Stable mal mitnehmen. Und den Blacksmith. Nicht, dass der Blacksmith gerade Sinn macht und den Stable habe ich jetzt auch nicht genutzt, aber das werde ich vielleicht gleich noch. Blacksmith hätte ich mir diesen Run wahrscheinlich sogar schon. Wobei, nee, wenn wir einen Enchanter bauen wollen, dann brauche ich den Blacksmith sowieso vorher. Also von daher ist auch okay. So, aber das sieht doch schon mal ein bisschen akzeptabler aus. Wir müssen dann auf jeden Fall eine Massive Weapon rollen. Ach Gott, so viel Gold farmen wird halt erstmal anstrengend, ne? Es wäre halt richtig nice, wenn wir vorm ersten Reset schon den Graveyard mitnehmen können, inklusive Boss. Aber das sehe ich noch nicht. Wobei, ist halt eine Frage der Zeit, ne? Eine Frage von XP. Aber ob das Sinn macht? Oh, apropos Frage von XP. Wir haben ja Starting Time Mana. 50? 75? Weiß ich gerade gar nicht. Muss ich mal gucken. 50, glaube ich. Gleich schon mal ein bisschen was ausgeben, was nicht verkehrt ist. Er schlägt sich hier ganz wacker, muss man sagen. Wenn er jetzt noch Self-Heal hätte. Dann wäre das wahrscheinlich alles gar kein Thema. Glück kommen wir zum Boss. Nein. Nein, kommen wir nicht. Okay, dann haben wir hier noch ein bisschen Stuff. Ist davon irgendwas besser? Also bessere Agility, ja. Okay, das ist schlechter. Shiny Buckler of Plumage. Ah, wobei. Was trägst du für ein Schild? Ah, du hattest nur ein Sturdy. Okay, dann nehmen wir doch da noch mehr Goldbonus mit. Das ist okay. Und was sagt denn der Tempel? 50 Timer, ne? Okay, Wealth and Learning it is. Und dann Stable ab nach 7-1. Kostet ja so gut wie nix. Die ersten beiden einfach sofort verrecken. Aber gut, ist auch einfach völlig normal. So, ich schau mal, ich sollte diesen Kaffee eigentlich trinken können, ohne mich zu verbrennen. Ja, sehr gut. Das ist auch in Wirklichkeit nur entkoffinierter Kaffee, aber einfach, es ist so ein super regnerischer Tag. Irgendwie so auf einen Sonntag, auf einen regnerischen Morgen, einfach so ein Heißgetränk ist schon, ich weiß nicht. Hat irgendwie was sehr Entspanntes. Oh, wir sind tatsächlich in Area 10 und könnten bis zum Boss kommen, wenn uns jetzt nicht spontan was one-hittet.
Oder 20 hittet. Oh, wir kriegen nämlich ganz schön auf den Sack. Aber den Boss können wir mit dem Fireball halt easy mitnehmen. So, 10 Gems. Und dann können wir auch fast schon wieder Rares Auto sellen. So, mal gucken. Wie spät ich auf den Wizard geklickt habe, das war ein bisschen sad. So, okay, das ist gar nicht besser. Das ist schade. Den Ring kann man mitnehmen für Charm-Bonus. Hier, stecken die irgendwo hin, ist mir egal. Das ist mir das Shiny nicht wert. Okay, dann das alles weg. Und dann gucken wir doch mal, was beim Graveyard zur Sache ist. Ansonsten, ja, ich habe so einen kleinen, naja, Tiefpunkt ist übertrieben, aber so ein kleines Motivationstief irgendwie. Das hatte ich, glaube ich, letzte Folge irgendwie schon angerissen, ich irgendwie ganz oft rerollt habe, um bestimmte Timelines zu bekommen, was irgendwie so nicht funktioniert hat. Weil es dann auch immer noch super luck-based war und so, weiß nicht, hat mich nicht so glücklich gemacht. Auch ein Grund, warum ich eine Weile nicht gespielt habe, also ich war die Woche halt auch einfach relativ gut auf Arbeit eingebunden. Also gar nicht im Sinne von, dass ich übermäßig viele Überstunden gemacht habe. Ich müsste mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich nicht so viele Überstunden gemacht diese Woche. So 2,5 bis 3, das geht. Ja, so 3 Überstunden kommt hin. Aber ja, 3 Überstunden ist jetzt halt nicht so viel. Aber es war einfach, es waren so 2-3 Tage dazwischen, die einfach an sich super anstrengend waren. Und von daher habe ich dann zu Hause tatsächlich einfach nach Feierabend, also so gut wie gar nichts mehr gemacht, außer nochmal irgendwie einen Stream oder YouTube-Videos zu gucken. Und von daher, ja, ich muss mir auch nochmal irgendwie einen Plan machen, wie wir hier weitermachen. Also gar nicht im Sinne von, ja, ich höre auf, sondern im Sinne von, irgendwie will ich mich hier noch progressmäßig weiter durchwurschteln. Und ich bin halt am Überlegen, ob ich jetzt erstmal stumpf Dimensionen pushe. Ah, können wir nicht bis zum Boss, ne? Ja, wir machen auch einfach zu wenig Schaden. Das ist langsam das Problem. Okay, gehen wir mal raus. Wir haben jetzt 2 Legendaries. Also der Ring ist super. Ach, der Midas-Speer ist tatsächlich auch okay. 4 Attack. Kann man anbieten. So, und dann sagt der Blacksmith ja vielleicht auch noch, dass wir irgendwas leveln können. Nämlich vorzugsweise den Speer mal auf 3. Scheiße, Smith All. So, ziehen alles mal auf 3. Das hält zwar in dem Sinne nicht, weil davon nichts Eternal ist, aber das ist jetzt goldtechnisch auch erstmal okay. Wo ist denn hier? 4000 geschenkt nehmen wir. So, und dann sollte sich doch theoretisch... Also wenn er jetzt genug Schaden macht, ist prinzipiell alles hübsch. Dadurch, dass er jetzt auch Self-Healing auf dem Ring hat. Müssen wir nur gucken, ob wir schadensmäßig bis zum Boss kommen, dann ist alles gut. Aber das sieht ganz akzeptabel aus. Also, na, sind schon eher Two-Hit, die Monster, aber das ist okay. Schmeißen wir das mal rein, dann geht das ja vielleicht auch noch ein bisschen schneller. Wenn die weniger Defense haben.
Und den Boss können wir dann wieder mit dem Fireball machen, das geht schon. Und dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Luck, damit wir mehr Legendaries finden. So, ihn weg, nice. Sweet, das hat jetzt tatsächlich einfach plus 200 Time Mana gegeben. Gute Sache. Dann haben wir hier noch den Kollegen und den. Und dann mache ich den gleichen Run noch 20 Mal. Na, 20 Mal vielleicht nicht. Aber nice, dann haben wir jetzt tatsächlich 353 Time Mana statt nur so 214, die wir sonst an der Stelle haben. Das macht es auf jeden Fall angenehmer. Also, Crypt Ward ist super. Ich frage mich, wann das zweite Graveyard-Item kommt. Ich bin gespannt. So, dann ist jetzt die Frage, will ich hier noch Gold farmen? Probably not. Ich meine, wir können den Enchanter jetzt mit reinnehmen, aber dann haben wir jetzt nur 64. Ich könnte, welche Quality hat denn das Ding? 58, okay, damit kann ich leben. Und das wäre zumindest ein Hut. Ich glaube, ich mache den Hut jetzt einfach Eternal. Da müssen wir mal zusehen, dass wir noch eine Waffe ziehen. Eine Legendary bei Gelegenheit. Und dann würde ich... So. Sorcerer's Point. Sieht jetzt so aus. Dann können wir den aber vielleicht noch ein bisschen leveln. Das macht ja dann durchaus Sinn. Zack. So, dann ist er schon mal Stufe 7. Naja. Macht doch direkt was her. So, Sturdy Round Shield of Greed. Nee. Tja, farm ich jetzt hier noch Gold? Nee, es macht gar keinen Sinn. Ich bin halt einfach zu faul, immer Equipment neu zu kaufen, aber that's just how it is. Wir Time Warpen jetzt, stecken beides in Wealth tatsächlich und Protection kann das mal außen vor bleiben und dann auf jeden Fall in Agility. Und dann als nächstes wahrscheinlich in Luck und Vitality. Mal gucken. So, Auto-Equip, dann kriegst du auf jeden Fall den Hut, das ist super. Du kriegst die beiden Sachen und mehr haben wir auch gar nicht zum Auto-Equippen, ne? Das ist halt auch einfach. Ja. Gut, dann müssen wir den Rest jetzt schon wieder einkaufen. Das heißt, wir müssen jetzt auch erstmal einen Run machen. Ugh. Ian. Let the slow part begin. Aber Speedboost darf schon ein bisschen rein. So. Ja, und dann können wir Rares auch erstmal nochmal behalten. Direkt ein Legendary, okay. Ich bin gespannt. Dragon Tooth? Maybe. Halberd of the Mountain würde ich auch nehmen. Droppt aber, glaube ich, im Forest noch nicht. Wahrscheinlich ist es irgendeine schäbige Rüstung, die ich nicht haben will. Ja, um nochmal ein bisschen auf den Progress zu kommen, ich muss mal gucken, ob ich jetzt wirklich einfach Dimensionen pushe. Wobei wir damit wahrscheinlich nicht so wahnsinnig weit kommen werden. Muss ich mal schauen. Also so 13, 14, maybe 15 wird halt gehen. Aber ich bräuchte halt prinzipiell, also was mein Ziel wäre mit Dimensionen pushen,
wäre tatsächlich dann das zweite Dropdown-Menü für die Timelines freizuschalten. Dafür brauche ich aber 13, wie heißen die Dinger denn? Dimensional Tokens. Das ist richtig gute Ausbeute. Das ist richtig gut. Nimm dies und nimm dies. Du nimmst das, wobei das Ding ist wahrscheinlich besser. Yes. Nimmst du mit. Budis kriegst du. Chainkäufer of Wood kriegst auch du. Okay. Ja, ist halt so die Sache. Ich wechsle nochmal ganz kurz ins normale Universum. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Time-Mana, was ich ausgeben kann. Ich weiß auch noch nicht, wo ich hier weitermachen will. Also ein Punkt in Construction geht auf jeden Fall mal. Dann sind nämlich alle unsere Items Max Level 381 jetzt. Das sind schon nochmal 61 Level mehr, glaube ich. Das ist okay. Die Statue of Worlds hätte ich halt gerne, aber da sind wir weit von entfernt. Also da brauche ich jetzt halt noch 12 weitere Dimensions und ich glaube nicht, dass wir spontan bis 24 pushen können. Das wird so nicht passieren. Wealth and Learning wäre vielleicht eine Option. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Gold, um mal irgendwie alle Champions freizuschalten und mal unser Equipment komplett auf Tier 5 zu kriegen. Also da geht jetzt safe ein Punkt rein. Und Agility geht ein Punkt rein. Da geht noch ein Punkt rein. Luck und Spirit und dann können wir vielleicht noch einen in Intelligence stecken. Das ist doch okay und das war's dann, ne? Wir könnten theoretisch Statue of Ascension noch ein Level holen. Ja. Also auch 2, 3 sogar. Aber 1 reicht mir gerade mal. Aber das macht auch alles zumindest ein bisschen besser. Die Sache ist, ich hätte jetzt schon ganz gern irgendwie eine Timeline, wo ich irgendwas mache. Tremble. Und dann Auto-Equip. Und dann hast du... Nee, kannst du... Du kannst das tragen, das ist super. Setze mal keine Skills ein, bitte. Ja, dann würde ich hier mal kurz durchrauschen, bis wir resetten können, was nicht so lange dauern wird. Dann können wir auch nochmal Gems für den Time Boost ausgeben. Warum ist denn hier eine XP-Potion aktiv? Ich meine, nehme ich, aber Sinn macht es nicht. So, ich bin auch nochmal zurückgegangen in Dimension 11, einfach um zu gucken, ob ich in Dimensionen, die ich eigentlich schon abgeschlossen habe, tatsächlich Ascension Tokens farmen kann. Die Antwort ist ja, kann ich. Das macht vieles angenehmer. Nichtsdestotrotz würde ich gerade mal bei den Alternate Timelines gucken. Hier habe ich... Das ist weird. Hier habe ich jetzt trotzdem noch 4 remaining, obwohl ich die... Das ist halt seltsam. Du hast ja 10 Time Force Rewards pro Tag, die man mitnehmen kann. Und wenn ich 5 im normalen Universum mache, habe ich in der Omniline dann nur 5 weitere zur Verfügung. Aber wenn ich die weiteren 5 in der Omniline einsetze, dann verschwinden die nicht in der normalen Timeline. Also halt alles, was ich in der normalen Timeline einsetze, verschwindet in der Omniline, aber nicht umgekehrt. Das ist weird. Okay. Earthquakes, ja, Earthquakes alleine ist jetzt nicht so der Hit. Ich brauche mal einen zweiten Modifier.
Vielleicht auch nicht. Vielleicht mache ich gleich einfach einen normalen Run. Ja, nein, so funktioniert das nicht. Ich meine, 14-fach Time-Mana ist gar nicht mies, ne? Aber Heroes May Not Use Weapons ist halt auch schon wieder so, wir können Harder, Better, Faster, Stronger machen. Das gibt nicht so viel Time-Mana, aber das gibt bestimmte Items. Warte. Und zwar... Nee, das ist es nicht. Das gibt Mana Master Rings. Die kann man hier bekommen. Okay, ich bin gespannt. Na dann rein da. Boah, das könnte krebsig werden, aber gucken wir mal. Das ist total die falsche Bude. Ich wollte hier hin. Shit. Okay, eigentlich will ich Ranger haben. Um jetzt ein bisschen mehr Loot abzugreifen. Also muss jetzt nicht unbedingt, aber... Zumindest ein Ranger wäre halt ganz cool. Aber es ist halt jetzt auch so bei... irgendwie gefühlten 12 verschiedenen Helden, die hier spawnen können. Zumindest mal einen Ranger. Ja, nee, du kriegst nicht Massive, das ist schon okay. Das ist okay. Kriegen wir noch einen zweiten Ranger? Zwei wären okay. Nehme ich hier nochmal einen Scout mit. Du kannst dann das so machen. Das ist soweit okay. Du hast auch auf Replenishing, dann kannst du auch den Spellcasters auch behalten, das ist in Ordnung. Du kannst trotzdem mal den Trembler mitnehmen. Ich habe mir nochmal einen Machine Self-Repairing geholt, einfach weil ich irgendwie einen Run gemacht habe, wo ich die ganze Zeit wieder an den Sea Vipers hängen geblieben bin und dachte mir, hey, mit Machine ist, der hält ja dann irgendwie immun gegen Gift? Nein. Nein, ist er nicht. Also es funktioniert passiv, offenbar einfach nicht, keine Ahnung, aber... Sei es drum. Versuch was wert. Nimm doch mal den Ruby und nimm doch mal... Emerald für ein bisschen mehr Leben. Du kriegst mal. Wir finden überhaupt keine Topaze, ne? Das ist furchtbar. So zwei Stück auf Tier 1 und das ist es dann auch. Ach, wobei, das ist auch gar nicht so wild. Das sind ja die XP-Dinger. Ich will ja eigentlich Gold von Bonus. Aber auch Ambers finden wir jetzt nicht wahnsinnig viele. In der fairerweise sagen. So, wie sieht's denn aus? Kriegen wir noch einen Ranger? Ja, sehr schön. Danke. Auto-equipped. Dann kannst du auch Willpower mitnehmen, meinetwegen. Du hast ganz schön wenig Hitpoints, Kollege. Nee. Nein, verdammt. So. Erstmal kriegst du auf jeden Fall so einen Ring. Dann hast du mit dem Mana Boots erstaunlicherweise am meisten Life. What the hell? Warum? Achso, brauchte ich bestimmt mal irgendwo. Nee, damit hast du wenig überraschend noch weniger Leben. Ja, dann musst du mit E13 mal hinkommen.
Gleich gibt dir die Halberd of the Mountain, dann hast du die 15. Das ist natürlich auch eine Option. Ja, und dann scheiß drauf, nehmen wir noch den Battlewalker, passt schon. So, du kannst das Ding tragen, dann kannst du auch locker so ein Schild nehmen. Bisschen mehr Mana Flow ist schon okay. Das gibt dir mehr Life, das ist okay. Und dann, na, du bist eigentlich Poison immun, aber passt schon. Machen wir mal so. Das sollte eigentlich gehen. Dann haben wir zumindest ein paar Mana-Items mit drin. Um genau zu sein, 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Das ist okay. Ziehen wir zumindest noch ein bisschen Mana daraus und gucken mal, was wir hier für einen Special Ring kriegen. Aber das gehe ich bei Gelegenheit an. Erstmal hat leider die Weekly Challenge mehr Prio. Also, let's roll. Wir sehen uns mal in der nächsten Folge wieder, wo ich wahrscheinlich mit der Weekly Challenge fertig bin. Aber es ist ja quasi eh immer das gleiche. Halt so Runs machen, bis genug Gold da ist. Beim Enchanter Eternal Gear craften. Das Eternal Gear hochleveln. Irgendwann genug Gold haben für einen Mana Smith. Das ganze Equipment im Tier upgraden. Und fertig sein. Mit der Challenge, mehr oder minder. Also von daher. Gut, ich sag mal vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und wir gucken mal, wo wir nächste Folge hingehen. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.